vorstellen? Wahnsinn. Wahnsinn. Und doch kenne ich ganz viele, die das viele Aspekte auch, die nicht nur zum Negativen gehen, sondern unglaublich schöne Entwicklung nach innen. Höre ich immer öfters von euch, von Menschen. Schön. Und ja, dieser Montag schien mir recht kalt. Ich war auch noch kein einziges Mal draußen. Ich habe kurz die Tür geöffnet, dem Max. Aber ich war mitten im Unterricht. Ja, was gibt's Schönes? Was gibt's am Horizont? Schön ist, dass die Friseure wieder arbeiten dürfen. Ich hoffe, Maria. Du machst wieder viele Menschen glücklich. Und ja, auch wir haben heute, der Stefan und ich, ein bisschen rumgefeilt an einem Konzept, dass man Musik auf Dauer nicht nur über eine elektronische Autobahn lehren muss. Also es sind viele Dinge. Vieles ist spannend, vieles sind herausfordernd. Aber diese Entwicklung nach innen, vielleicht sich selbst auch mal anders wahrzunehmen, das finde ich das hauptsächlich Spannendste im Moment. Und da habe ich heute ein wunderschönes Gedicht. Also diese Dame überrascht mich immer öfters, was sie alles gemacht hat. Die Hildegard von Bingen. Sie hat nicht nur ein Kloster geleitet und viele Gedanken sich gemacht über die Menschen. Sie hat auch Lieder geschrieben. Wow, das wusste ich schon länger, aber dass sie auch Gedichte gemacht hat. Vor allem, was für ein schönes Gedicht über die Seele. Die Seele ist wie ein Wind, der über die Kräuter weht, wie der Tau, der über die Wiesen träufelt, wie die Regenluft, die wachsen macht. Desgleichen ströme der Mensch Wohlwollen aus auf alle, die da Sehnsucht tragen. Ein Wind sei er, der den Elenden hilft, ein Tau, der die Verlassenen tröstet. Er sei wie die Regenluft, die die Ermatteten aufrichtet und sie mit Liebe erfüllt wie Hungernde. Ich wünsche euch allen und vor allem auch einem Freund Wayne einen schönen Geburtstag noch heute. Kommt gut durch die weitere Woche. Soll ja irgendwann warm werden. Namaste.